Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem Film über die Dornmethode. Ich werde am Telefon ganz häufig gefragt, wie sieht denn so eine Dornbehandlung aus? Was wird denn dort gemacht? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich kann das jetzt beschreiben, viele Menschen brauchen aber trotzdem oft noch ein Bild. Und ich versuche euch das jetzt zu geben. Es gibt eine Auflage, wir Heilpraktiker dürfen keine Werbung machen in Arbeitskleidung, in Positionen bei der Arbeit. Und ich habe jetzt lange überlegt, wie kann ich euch denn trotzdem ein Bild geben? Und ich habe mich entschieden, euch einfach mal zu präsentieren, wie ich meinem Lebensgefährten den Rücken behandle, wie ich ihn nach der Dornmethode behandle, um dass ihr doch einen Einblick bekommt und ich nicht in Konflikt komme mit Auflagen, die der Gesetzgeber mir stellt. Also, ich sitze nun hier, auf der Liege liegt mein Lebensgefährte und ich würde euch gerne zeigen, was bei einer Dornbehandlung vor sich geht. Zunächst beginnt man damit, dass man schaut nach einer eventuellen Beinlängendifferenz. Selbst wenn die Beschwerden lediglich im Halswirbelsäulenbereich liegen, ist es so, dass bei der Dornbehandlung immer zuerst geschaut wird, sind denn beide Beine gleich lang? Aus folgendem Grund. Wie bei einem Haus, wo die Basis von unten her bereits schief ist, dort treten weiter oben mit Sicherheit Probleme auf. So ist es in unserem Bewegungsapparat auch. Das heißt, ich schaue, wie sieht die Statik aus. Was ich nun tue, ist, ich hebe beide Beine an, um zu sehen, was macht denn hier die Beinlänge. Und ich sehe hier eine deutliche Beinlängendifferenz von guten 2 cm. Diese 2 cm können bereits ausreichen, um weitergehende Störungen hervorzurufen im Bereich der Wirbelsäule, Rückenschmerzen machen, Wirbelblockaden in höheren Ebenen hervorrufen. Ich versuche nun, diese Beinlängendifferenz zu korrigieren. In den allermeisten Fällen ist das gut möglich, denn die meisten Beinlängendifferenzen sind nicht entstanden durch Knochenbrüche oder aber dadurch, dass die Beine unterschiedlich lang gewachsen sind. Sie sind eher dadurch entstanden, dass die Gelenke nicht richtig positioniert sind. Das heißt, das Hüftgelenk sitzt nicht richtig komplett in der Hüftkapsel, das Kniegelenk muss positioniert werden, ebenso auch das Sprunggelenk. Das führe ich nun durch und damit kann man in aller Regel recht schnell eine Beinlängendifferenz beseitigen. Und siehe da, beide Beine sind gleich lang. Das heißt, damit ist die Basis geschaffen für eine gerade Wirbelsäule. Wenn beide Beine gleich lang sind, ist in aller Regel das Becken gerade. Kreuz- und Steißbein stehen dann gerade und somit ist die Basis für die Wirbelsäule geschaffen. Nun schauen wir uns an, wie das Becken korrigiert. Der nächste Schritt während einer Dornbehandlung ist die Korrektur des Beckens als auch des Kreuz- und Steißbeins. Ich nehme dazu etwas Öl. Ich verwende am liebsten Johanniskrautöl. So, und reibe das ein und lege nun beide Daumen auf die Beckenschaufeln auf. Taste nach Kreuz und Steißbein. Normalerweise dauert es etwas länger. Das ist jetzt eine verkürzte Version, um euch zu demonstrieren, wie sieht denn so eine Behandlung aus. Ich sehe, meine Daumen stehen nicht völlig gerade in der Flucht, sondern eine Beckenschaufel ist ein wenig nach hinten gekippt. Das Pendeln. Durch das Pendeln wird nun die Muskulatur in Bewegung gebracht. Weiter pendeln. Nochmal innehalten. Hier. Pendeln. Nun korrigiere ich Kreuz und Steißbein. Das Kreuzbein ist ein Stück weit nach links verschoben, drückt so sehr häufig auf den Ischiasnerv. Auch das Steißbein ist ein wenig verschoben. Durch meinen sanften Daumendruck, der Druck ist nicht sehr stark, durch meinen sanften Druck kann ich nun Kreuz und Steißbein wieder in die richtige Position bringen. Nochmal innehalten. Wenn das Becken dann gerade ist, wenn das Kreuzbein und das Steißbein gerade
Im Lot stehen, taste ich die weiteren Lendenwirbel ab. Das Prinzip ist das gleiche. Es ist zu tasten, ob ein Wirbel verschoben ist. Wenn Wirbel verschoben sind, dann drücken sie auch sehr häufig auf Nerven und machen Schmerzen. Bitte nochmal pendeln. Und auch hier ist nun ein Wirbel zu tasten, der nach links verschoben ist. Durch das Pendeln sind die Muskeln in Bewegung und ich kann durch ganz leichten Daumendruck blockierte oder verschobene Wirbel wieder korrigieren. Das ist kein Einrenken. Dabei arbeiten wir mit Schwung oder Überdehnung. Man sagt ja auch, das soll man nicht so häufig machen. Dieses Risiko haben wir bei der Dorn-Methode nicht. Denn ein Wirbel, der richtig sitzt, den kann ich eben nicht an eine falsche Stelle drücken. Wenn die Lendenwirbel dann korrigiert sind, dann geht es weiter. Wir arbeiten uns Stück für Stück nach oben und wir kommen zu der Brust. Wir arbeiten uns dann weiter nach oben. Ich taste nun die Brustwirbelsäule ab. Und dort, wo ich feststellen kann, dass ein Wirbel ein Stück verschoben ist, bitte einmal pendeln, kann ich auch hier mit sanftem Druck die Wirbel korrigieren. Die Dorn-Methode ist eine von geringem Muskelkater, einmal abgesehen, risikofreie Methode. Und was mich immer wieder fasziniert, ich behandle nun schon seit über 10 Jahren, oder vor über 10 Jahren habe ich diese Methode gelernt. Und was mich immer wieder fasziniert, ist, dass man einfach relativ schnell zu guten Erfolgen kommen kann. So lassen sich Stück für Stück aus dem Lot geratene Wirbel korrigieren. Durch das Pendeln, wie gesagt, ist die Muskulatur in Bewegung. Dadurch sitzen die Wirbel ganz locker aufeinander. Und ein Wirbel kann korrigiert werden, ohne dass er eingerenkt werden muss. Im Bereich der Halswirbelsäule bitte einmal den Kopf drehen. Auch hier ist zu tasten, ob Wirbel verschoben sind. Und dort, wo Wirbel verschoben sind, wo Blockaden da sind, können sie ganz sanft korrigiert werden. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen und euch nun einen kurzen Überblick geben über eine Behandlung nach Dorn, über eine Wirbelsäulenbehandlung nach Dorn und konnte ein klein wenig von meiner eigenen Begeisterung darüber vermitteln. Ich selbst bin immer wieder froh, diese Methode gelernt zu haben, denn ich bin immer wieder begeistert darüber, dass es doch recht schnell gelingt, zu relativ guten Ergebnissen zu kommen. Wenn Sie weitere Fragen haben, dann können Sie mich gerne persönlich ansprechen. Aber ich hoffe, es ist mir gelungen, den Menschen, die mich am Telefon anrufen und fragen, wie läuft denn so eine Dornbehandlung einfach ab, diesen Menschen einfach einen kurzen Überblick, ein kurzes Bild zu geben auf die Frage, was erwartet mich während einer Wirbelsäulenbehandlung nach Dorn. Ich bedanke mich für das Interesse am Zusehen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Bis bald.